Oh ja, szép Pávölcstigmund van. Ott csinálok még egy izé felvételt itt. Benne egyenleg az a rohadt plusz direktor, mint benn volt eddig. Ott tartja az embereket az állat. Engem meg ott kell kelni. Na ja. Valahogy kipire nem van a szomorat, majd érdekes lesz. Oké, adé, Hanzer. Wenn man überhaupt nicht mit Flugzeug, also hinkommt, da ist ein weißes und blaues Flugzeug, was da jetzt startet. So über Ihre rechte Schulter schauen Sie da raus, sehen Sie? Entweder startet das oder es legt an. Oh, hier das weiße und rote, das fängt jetzt, das startet jetzt. Ja, die Wasserflugzeuge, die sind ziemlich laut immer, die brauchen natürlich viel Stärke, um 50 extra Flugstunden einlegen, um da den Flugschein zu machen. Das hier sind alles Lupinen, Alpin-Lupinen, wir haben auch eine andere Art Nutka-Lupinen. Das heißt also, dass viele ihren Pilotenschein haben, aber nicht unbedingt jeder hat ein Flugzeug. Es kann vielleicht nur ein Flugzeug in der Familie sein. Oder es kann nur einer, da ist es jetzt der Große, der fliegt jetzt los da. Blau-weißes Flugzeug. Viele Ortschaft oder mit Boot hinkommen, oder Hundeschlitten natürlich, oder Kanu 1964. Kann sich jemand erinnern, wie groß das war? Nein? Auf der linken Seite ist jetzt der internationale Flughafen. Auf der rechten Seite sehen Sie natürlich den Parkplatz, einen der vielen Parkplätze für diese Flugzeuge. Schauen Sie mal, wie die Flugzeuge verschiedene Größen, große Reifen haben. Dieses rote hier rechts, das hat so große, dicke, schwarze Reifen. Und das sind Tundra, so heißen diese Pfeifen. Hätte man vielleicht ein paar ab und zu mal so einen kleinen Hügel oder einen Huckel mal da entdecken, wo die Erde noch ein bisschen, drei oder drei Fenster, die aus dem Wohnzimmer und dem Esszimmer rausschauen. Das ist nämlich in den Berg reingebaut worden. Und das wurde in den 70er Jahren während der Energiekrise gemacht. Es ist schön kühl. Hier auf der rechten Seite haben wir eins der teureren Häuser. Und zwar ist das Haus hier, ich weiß nicht, wem es gehört, aber in der Preislage liegt das in etwa so um die 250.000 Dollar ungefähr. In Anchorage ist ein Durchschnittshaus, drei Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, eine Garage, anderthalb Bad, kostet so circa 130.000 Dollar im Moment. Diese Häuser hier, die wir jetzt im Moment auf beiden Seiten sehen, die sind im Durchschnitt zu 100. Das hier war, ist die älteste Schule, die es, also die älteste High School in Anchorage, die es gibt. Schauen Sie mal hier auf der rechten Seite, solche Hochhäuser. Schauen Sie mal hier rechts. Hier ist ein Rentier, ein Karibu, rechts in der Ecke. Naja. Meistens liegt sie draußen, ganz langen Rasenstreifen. Und zwar ist das hier wieder zur Ursprungsstelle von Anchorage und kommen dann nachher hier nochmal. Sie haben schon Ihre Kreuzfahrt im Eisenbahn, Ausrüstung und so vom Panama-Kanal. Denn da war nämlich gerade die Eisenbahn fern. Und diese toten Pfähle waren eigentlich ein Geschenk von den Haida-Indianern in Südost-Alaska. Unsere Athapaskan-Indianer hier im Innenland und südzentralen Alaska, die haben keine Zeit, nicht zu aufgebaut werden. Zweitens. Lasse sein, Schluss. Es gibt keine. Aber die Fischer sind da. Andere sind da. Wenn
wären, dann können Sie nochmal auf beiden Inn eingewahren. Hier an den Ufern 1500 Zelte, ich Alaska-bürgerlich, kann man gut empfehlen. Hier rechts schauen Sie mal Club Paris, das ist das alte Leichnamhaus von 1915. Ist umgebaut worden und... Das liebe ich. Ja. Und McKinley, Denali.